Wut, Zorn, Ärger, Groll, Angst. Es gibt so viele negative Emotionen. Hätt's nicht eine auch getan? Warum hat die Natur uns so viele negative Emotionen gegeben? Weswegen das so ist und wofür die gut sind, das kommt in diesem Podcast. Herzlich willkommen zur 132. Folge vom Podcast von Ralf Stumpf aus Berlin. Hier gibt's gute Gedanken, nützliche Modelle für ein schönes Leben. Jeden Dienstag. Schön, dass du dabei bist. Jeden Dienstag kommt der Podcast, am Donnerstag gibt's ein Webinar und am Samstag einen richtig guten Text, einen NLP-Newsletter auf www.ralfstumpf.de/newsletter. Abonnieren. Heute geht's um über 1000 negative Emotionen und wofür die gut sind. Viel Spaß beim Zuhören. Wenn du dich ein bisschen mit Sprache beschäftigst, was ich ja sehr gerne mache, dann wirst du herausfinden, dass es in den meisten Sprachen, wie zum Beispiel auch im Deutschen, viele Worte für Emotionen gibt und mehr Worte für negative als für positive Emotionen. Also im Internet findest du die Zahl, dass es im Deutschen ungefähr 3000 Worte für Emotionen gibt und ungefähr 2000 davon würden negative Emotionen beschreiben. 1000 beschreiben positive. Da fragt man sich, warum ist das so? Warum gibt es so viele Emotionen und vor allem, warum gibt es so viele negative Emotionen? Ich meine, es ist ja klar, wir sollen uns hinbewegen zu den Sachen, die angenehm sind und wegbewegen von den Sachen, die unangenehm sind. Darum würde man sich denken, hätte nicht eine gereicht, also eine gute Emotion, eine schlechte Emotion. Und die Steuerung ist ganz einfach, ist binär, da wo es angenehm ist, geht's hin und da wo es unangenehm ist, geht's weg. Nein, die Natur hat Überstunden gemacht an dieser Stelle und gibt uns ein Sortiment von Tausenden von Emotionen, die wir tausendfach abbilden in Sprache. Und dann die wir nicht wollen, sogar noch differenzierter als die wir wollen. Warum ist das so? Warum könnte das nicht anders sein? Und dafür gucken wir erstmal ein bisschen in die Sprache. Ich habe das ja letzte Woche in dem Podcast schon gesagt, wo es um Passion oder Passion ging, dass ich, wenn ich mich einem Thema nähere, mir dazu gerne erstmal die Worte angucke, weil du weißt ja, mein Thema ist Modeling. Und Modeling heißt, dass man ein Modell von etwas bildet, ein Abbild von etwas bildet. Und das Wichtigste, das Nummer eins Abbild, was wir Menschen von der Welt bilden, wobei die Welt auch die Innenwelt ist, das Hauptabbild ist unsere Sprache. Das heißt, wenn es da Dinge gibt draußen in der Welt oder drin in der Innenwelt und die kommen öfter vor, die wiederholen sich, dann denkt man sich irgendwann, na, da ist es vielleicht eine gute Idee, wenn man dafür einen Begriff hat, ein Wort. Und dann kann man das benennen und dann kann man das einsortieren und vielleicht auch damit arbeiten. Und es gibt sogar eine eigene Therapie- und Coaching-Methode, die fast nur mit diesem einen Element arbeitet. Und ich liebe diese Methode. Ich liebe sie vor allem deswegen, weil der Begründer der Methode ganz klar sagt, dass seine Methode im Gegensatz zu so gut wie allen anderen Methoden keinen Absolutheitsanspruch hat. Also es ist keine von den Methoden, mach nur mich und keine anderen, sondern ganz im Gegenteil, er sagt, dass seine Methode im Grunde nur aus einem einfachen Kniff besteht. Und man kann das mit jeder anderen Methode kombinieren und die damit upgraden, dass sie noch besser funktioniert. Und was fast noch schöner ist, in dem Buch, wo diese Methode beschrieben wird, beschreibt der Begründer der Methode, dass er im Grunde ein Modeling gemacht hat, dass er im Grunde einfach beschrieben hat, was machen denn die Leute bei den Therapie und Coaching mehr bringt als bei den meisten Leuten. Und die Methode ist Focusing. Und der Begründer der Methode, ja, soll ich ihn jetzt Deutsch oder Englisch aussprechen, weil das ist ein Österreicher, der nach USA ausgewandert ist. Ich spreche ihn mal Deutsch aus. Dann ist es der Eugen Gentlin, wahrscheinlich Eugene Gentlin oder irgendwie sowas in der Richtung. Du findest putzige Videos von ihm auch auf YouTube, wo er amerikanisch mit einem herrlichen österreichischen Akzent spricht. Also dieser Eugen Gentlin hat das Focusing
beschrieben, man kann wirklich nicht sagen, dass er es erfunden hat, weil es ist nur eine Beschreibung von dem, was Leute machen, bei denen Therapie und Coaching ein bisschen mehr bringt. Und es sind im Grunde zwei einfache Sachen, die die machen. Das erste ist, sie nehmen sich einen Augenblick Zeit und fühlen in sich hinein. Das heißt, sie wollen das Gefühl identifizieren, was mit dem Thema, mit dem sie jeweils dann arbeiten in Coaching oder Therapie, was damit verbunden ist. Und wir haben ja normalerweise so ein Gefühlswirrwarr, Kuddelmuddel, Eintopf in uns und von daher braucht das schon ein bisschen Übung, es braucht auch ein bisschen Ruhe, dass man das so nach innen fühlt und dieses Gefühl eben identifiziert. Und wenn man es dann identifiziert hat, dann kommt der zweite Schritt, dann macht man, wie er so schön schreibt, einen Griff an dieses Gefühl ran. Und das ist natürlich klar, Griff, Begriff. Also jetzt geht es darum, ein Wort zu finden. Das heißt, jetzt wird diese eine Emotion benannt. Und ich habe das neulich gemacht in einer NLP-Ausbildung im Praktischen oder Master. Ich glaube, es war im Master. Ja, im Master. Wo wir genau das geübt haben. Nämlich mal genau reinfühlen, was ist eigentlich, was du fühlst und dann ein Wort dafür zu finden. Also im Master mit Leuten, die wirklich NLP erfahren sind, brauchte das dann trotzdem 15, 20 Minuten, bis man das benennt. Und der Effekt war wow. Also es ändert viel, wenn du diesen Begriff gefunden hast und ihn an die Emotion dann anschraubst, anheftest, dass du sie halt begreifen kannst. Also du merkst, diese ganzen Worte sind alles andere als abstrakt, das sind sehr konkrete Worte. Und dann, wenn du es in deinem Modell dann eben differenziert abbildest, also ein richtiges Wort dafür findest, kannst du damit wesentlich besser arbeiten. Und das ist die Stelle, wo ich glaube, wieso wir so viele Worte für diese unangenehmen, unerwünschten, negativen Weg von Gefühle haben. Weil ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn es dir gut geht, wenn du glücklich bist, wenn du da so vor dich hin grinst, das ist nett, aber es gibt ja keinen Grund, das zu ändern. Das heißt, das so ungefähr zu benennen, ja, mir geht's gut, reicht eigentlich. Und wenn es dir wieder gut geht, sagst du, dir geht's wieder gut, weil du willst ja, dass das gerne so bleibt. Und es reicht eine ungefähre Beschreibung, um das vielleicht wiederzufinden. Aber wenn es dir schlecht geht und du willst das ändern, dann lohnt es sich natürlich, ein differenziertes Abbild von diesen unschönen Gefühlen zu machen. Und wenn du dann ein differenziertes Abbild machst, also wirklich im Detail, wir kommen da gleich noch drauf, was das dann bedeutet, im Detail das abzubilden, dann wäre es schön, das zu benennen. Jetzt könnte man natürlich irgendwie einen Zahlencode sich ausdenken, dass man sagt, ein Gefühl besteht aus 20 Parametern und jeder Parameter kann 5 Werte annehmen und dann habe ich halt eine Nummer, die besteht aus 20 Ziffern zwischen 1 und 5 und sagt dann also sowas wie, ich fühle mich gerade 5, 3, 7, 2, ich habe eine 7 gesagt, aber du weißt, was ich damit meine, das ist Quatsch. So denken keine echten Menschen, das heißt, man findet dafür Worte. Sehr differenziertes Vokabular für diese Worte, um halt die Emotionen differenziert zu beschreiben, um sie einordnen zu können und dann auch unterscheiden zu können, wie man mit ihnen umgeht, worin sich dann halt zum Beispiel Wut von Zorn unterscheidet oder von Groll oder von Grimm oder von Ärger. Und du merkst, diese Emotionen sind natürlich alle irgendwie ähnlich, die berühren sich, aber was genau ist eigentlich der Unterschied? Und wenn dann einer kommt und sagt, ich habe den Eindruck, du bist wütend und du sagst, nein, ich bin zornig, dann sind wir im Augenblick an einem Punkt, wo wahrscheinlich ganz viele Menschen heutzutage sagen, das ist doch das Gleiche. Ganz schlimm ist, wenn sie sagen, es ist dasselbe. Aber auch wenn sie sagen das Gleiche, kannst du sagen, nein, wenn es zwei verschiedene Worte gibt, dann sind es auch zwei verschiedene Emotionen und es lohnt sich, das dann genau zu benennen und zu erforschen, weil dafür hat die Natur und der liebe Gott uns eben einfach dieses große Vokabular gegeben mit den vielen genauen Ausdrücken. Und dazu möchte ich dich heute anstiften, dass du dein emotionales Vokabular verfeinerst und übst, sodass du
dir selbst zumindest deine Emotionen klar benennen kannst, die positiven wie die negativen, und dadurch besser damit umgehst. Ich habe das mit dem dir selbst so betont, weil man muss dazu sagen, dass der Reichtum der Sprache stirbt ab. Also viele differenzierte Bezeichnungen für Emotionen sterben aus und kann keiner mehr irgendwas mit anfangen. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren war das, da kam eine Teilnehmerin zu mir und die war nicht muttersprachlich Deutsch, sprach aber gut Deutsch, aber war halt nicht muttersprachlich. Und die meinte zu mir, was sie wundern würde, wäre, dass mehrere Kollegen in der Arbeit gemeint hätten, sie wäre brüsk. Und sie hat zu mir gesagt, sie kennt das Wort nicht. Was ist brüsk? Und dann meinte ich erstens, ja, ich könne mir, so wie ich sie kenne, durchaus vorstellen, dass man sie brüsk nennt. Und brüsk wäre sowas wie. Und dann habe ich gemerkt, oh wow, ist das schwer, das zu beschreiben. Also wenn ich sage, es ist ein bisschen ähnlich wie schroff, dann guckte sie mich genauso verwirrt an. Was ist schroff? Naja, brüsk ist halt, wenn du jemanden brüskierst. Nächster ratloser Blick. Ja, wie würdest du sowas beschreiben? Ich bin dann halt irgendwann in die Submodalitäten und habe Beispiele gegeben und so weiter und so fort, weil so macht's man's halt unter NLPlern, dass man sich bestimmte Emotionen beschreibt. Aber überleg mal, was das bedeutet. Diese Frau hatte also eine bestimmte Art, sich zu geben und ist so ihren Kollegen gegenübergetreten und die Kollegen haben das wahrgenommen und dann. Wie spannend das ist, dass diese Leute dann sozusagen in den Keller ihres Wortschatzes hinabgestiegen sind, also ganz nach unten und in irgendwelchen dunklen Ecken gekramt haben nach dem Motto, ich hatte doch mal hier irgendein Wort, irgendein Abbildungswerkzeug ewig nicht mehr verwendet, was genau das abbildet, was du da gerade bist, nämlich brüsk. Und wenn du sprachlich differenziert bist, würdest du sagen, ja, wenn einer brüsk ist, wie sollte ich es denn dann anders benennen, außer brüsk? Weil es gibt kein anderes Wort dafür. Und das Spannende ist, dass es manchmal Leute sogar neben dem deutschen Wort noch ein fremdsprachiges Wort nehmen, eins aus einer anderen Sprache, obwohl man es eigentlich hat. Aber weißt du, wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel eine wohlerzogene, gebildete ältere Dame, die normalerweise die Kontenance bewahrt und sich gut im Griff hat und weiß, was Anstand ist, so wie man sich benimmt, und dann jammert die, dann würde ich sagen, bei so einer feinen, gebildeten Dame, die jammert nicht, die lamentiert. Das ist schon ein Unterschied, weil ab einem gewissen Bildungsniveau lamentiert man und jammert man nicht mehr. Und das ist halt die Schönheit, wenn du so einen reichen Wortschatz hast, dass du dann halt irgendeine Person als Lamoyant bezeichnen kannst und dir denkst, es würde jetzt hier kein anderes Wort passen, außer das hier. Okay, wie kannst du das lernen? Ich habe immer schon Spaß an Worten gehabt und ich habe mir jetzt für diesen Podcast vorbereitend, also ich hatte spätestens seit dem letzten Erlebniswochenende, was wir hatten, wo wir so ein emotionales Spiel gemacht haben, was auf Keith Johnson zurückgeht, wo Leute so eine Übung machen, dass sie Gast und Kellner spielen. Also der Dialog sieht dann ungefähr so aus. Guten Tag, Sie wünschen das Tagesmenü und zu trinken eine Cola, kommt sofort, vielen Dank. Das ist der Gesamttext. Und dann halte ich jeweils einen Zettel hoch, auf dem eine bestimmte Emotion steht, zum Beispiel wütend. Und dann muss halt der Erste anfangen, dass er seinen guten Tag wütend sagt. Guten Tag! Und der andere reagiert dann vielleicht verliebt und sagt, guten Tag! Und so wird das sehr lustig. Und was mir letztes Mal auffiel, ich hatte da ein paar Worte in meiner Liste dabei, die für mich sehr normal und alltäglich sind. Also wo ich sage, das sind also extra jetzt die einfachen Worte, wie man Emotionen beschreibt. Und da guckten dann die Spieler auf der Bühne oder in Kleingruppen zum Teil ganz merkwürdig und fragten, was ist das? Kokett oder sowas in der Richtung. Also, ich rede ja nicht von brüsk. Also, was ist das?
Pompös, also das sind wunderschöne Worte. Und wie willst du pompös anders ausdrücken als mit dem Wort pompös? Und ich habe jetzt für diesen Podcast die Liste nochmal erweitert auf über 1000 Begriffe. Ich glaube, ich werde diese Liste auf Edumanto stellen und ich stelle einen Link unter die Podcast-Beschreibung und kannst es dir angucken. Im Augenblick sind es 1034 Begriffe, aber wie ich mich kenne, werden das immer weitere Begriffe werden in der nächsten Zeit, weil wenn es mal fließt, dann fließt es halt. Und wenn man so eine Liste macht, dann ist natürlich die ganz große Frage, was sind eigentlich Emotionen verglichen mit Eigenschaften, Affekten, Verhaltensweisen und wie auch immer. Ich habe da für mich eine ziemlich einfache Spielregel gefunden und zwar, wenn im Buch sowas steht wie Hallo Harry, sagte sie, und jetzt kommt irgendein Adjektiv. Und das, was im Buch jetzt passt, also sowas wie Hallo Harry, sagte sie, brüsk oder sagte sie wütend. Wenn an dieser Stelle nach sagte sie das Wort für mich Sinn ergibt, wo ich sage, ja, das könnte in einem Buch drinstehen, dann ist es für mich in meiner Liste eine spielbare Emotion. Ich kann dir mal per Zufallsgenerator ein paar erzählen, sagte sie entzückt, sagte sie heimlich, sagte sie sauer, sagte sie beseelt, sagte sie kaputt, sagte sie entgegenkommend, sagte sie ruhig, sagte sie schneidend, sagte sie staunend, sagte sie aufgelöst, sagte sie kümmerlich, sagte sie folgsam, sagte sie hingebungsvoll, sagte sie frostig. Das ist was Spannendes. Sagte sie kühl, sagte sie frostig, sagte sie eisig. Wer nicht super sprachlich differenziert ist, würde sagen, ist doch alles ungefähr das Gleiche. Kühl, frostig, eisig. Ich würde sagen, nein, 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 um Gottes Willen überhaupt nicht. Also kühl ist ja durchaus noch in positiven Temperaturen. Also 5 Grad oder 10 Grad würde ich sagen, ist kühl. Eisig ist dann unter 0 Grad. Und frostig ist für mich jetzt eher, und da kommen wir auf die Parameter, der Prozess, also das Gefrieren, der Prozess des Abkühlens. Also frostig ist sozusagen das, was von kühl nach eisig führt, sagte sie gelangweilt, sagte sie erholt, sagte sie lebhaft, sagte sie erregt, sagte sie treu doof, sagte sie meckernd, sagte sie überdreht. Also du merkst, es gibt da ganz viele Worte und viele sind ja auch sehr ähnlich, wo man dann in die Wortfamilien reingehen kann. Also du weißt, was ein Schatz ist. Und wenn du jemand sagst, du bist mein Schatz, dann ist es natürlich sehr schön. Und daraus kann dann das Wort kommen, ich schätze dich sehr. Also ich schätze dich. Wenn du aber sagst, ich schätze dich auf 80 Kilo, dann merkst du, dass das Wort Schätzen noch eine zweite Bedeutung hat, nämlich, dass man einen Schätzwert, eine Schätzung macht. Und daher kommt natürlich auch das Wort abschätzen. Und jetzt ist das ganz merkwürdig, weil zu sagen, ich schätze dich und jemanden abschätzen, das sind doch ganz unterschiedliche Sachen. Vielleicht ein bisschen neutraler könnte sein, jemanden einschätzen. Wenn du es richtig schön machen willst, wäre es wertschätzen. Und das Wort abschätzen hat jetzt zwei Bedeutungen, weil es kann halt bedeuten, ein Maß zu nehmen, eine Schätzung zu machen. Es kann aber auch eher in Richtung abwerten gehen. Das ist eigentlich auch lustig, weil das Wort wertschätzen, ist eigentlich positiv, aber jemanden bewerten ist dann wieder bestenfalls neutral bis hin zu negativ. Vielleicht geht man dann lieber ins Lateinische und sagt jemanden taxieren. Das würde sich vermutlich auch nicht so angenehm anfühlen. Und also wenn du dir sowas überlegst, also sagte sie, und dann kommen ein paar Worte, die ähnlich sind, dann wäre jetzt meine Frage, um auf den Titel des Podcasts zurückzugehen, sagte sie wütend, sagte sie zornig, sagte sie verärgert, sagte sie grollend oder voller Groll, sagte sie grimmig, sagte sie ärgerlich, sagte sie verärgert. Ist auch interessant, ist das ein Unterschied zwischen sagte sie ärgerlich und verärgert. Und ja, es sind alles Unterschiede. Und jetzt ist das Schöne, dass Leslie Cameron Bandler und Michael Lebeau vor vielen, vielen Jahren, das war glaube ich Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, haben die ein Buch geschrieben, welches im Deutschen den wunderbaren Titel trägt, die Intelligenz der Gefühle. Und das ist eines der ganz wenigen Bücher, wo ich behaupten würde,
Da ist der deutsche Titel sogar besser als der Originaltitel, weil der Originaltitel heißt The Emotional Hostage, also die emotionale Geisel. Da finde ich die Intelligenz der Gefühle irgendwie netter. Und da machen die sich oft, dass sie sagen, jede Emotion besteht aus 8 Parametern und aus diesen 8 Parametern kann ich die Emotionen zusammensetzen. Ich würde ehrlich gesagt diesen 8 Parametern nicht zustimmen. Es sind für mich eher Beispiele für Submodalitäten. Das heißt, ich werde mich ein bisschen an denen orientieren, aber eigentlich möchte ich die andere sagen, um dich auf Ideen zu bringen, wie du das deuten kannst. Übrigens, kleine Fußnote. Du kannst auch ChatGPT fragen, ob ChatGPT, ich nenne es sie oder ihn oder es, manchmal liebevoll Chatty, wenn ich mit dem Ding chatte. Und ich habe Chatty gefragt, kennst du die Parameter der Emotionen nach Emotional Hostage von Leslie Cameron Mandel und Michael Lebeau? Und dann meint er, ja klar kenne ich die und hat sie mir aufgezählt und nennt 8 Stück. Und im Nachhinein muss ich sagen, also eigentlich erstaunlich, dass er wirklich 8 Stück nennt, weil im Buch stehen auch wirklich 8. Eine von denen, die ChatGPT nennt, ist auch wirklich im Buch. Die anderen 7 sind frei erfunden. Das nur so als kleiner Hinweis, wie weit man der künstlichen Anführungszeichen, Intelligenz Anführungszeichen trauen kann. Was bei ChatGPT halt wirklich fehlt, ist so eine Emotion wie Zweifel, Bedenken, Unsicherheit, Stutzen und Ähnliches. Also ChatGPT strahlt einfach immer Sicherheit aus. Okay, lass uns ein bisschen in die Emotionen reingehen und uns anschauen, woraus Emotionen gebaut sein können. Punkt 1, den ich wirklich sehr empfehle, also es gibt keine Reihenfolge, aber ein Punkt, den ich wirklich sehr empfehle und den haben auch Leslie Cameron Mandler und Michael Lebeau in ihrem Buch mit drin, ist die Zeitorientierung. Und die Zeitorientierung spielt ja in mindestens zweifacher Hinsicht eine Rolle. Zum einen, wie groß der Abschnitt der Zeit ist, den du einnimmst, und dann natürlich, worauf du dich in der Zeit konzentrierst oder fokussierst. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ein Klassiker ist das Gefühl der Angst. Angst geht nur bezogen auf die Zukunft. Also du kannst irgendwie, wenn du gerne kochst, nicht sagen, ich habe total Angst, dass ich mir gestern in den Finger geschnitten habe. Weil, nein, das gibt keinen Sinn. Und wenn du sagst, doch, ich könnte mir den Satz vorstellen, dann könnte er sowas, könnte aber nur sowas sein, wie ich habe Angst, dass ich mir gestern den Finger geschnitten habe und das nicht bemerkt habe und dadurch eine ganz ekelhafte Infektion unbemerkt eingetreten ist und ich das erst morgen entdecke. Und dann kommt die Zukunft schon wieder rein. Das heißt, Angst geht nur, wenn du in die Zukunft gehst, weswegen so ein klassischer Tipp aus dem Bereich der Meditation ist, sobald du in die pure Gegenwart kommst, ist die Angst weg. Bedauern, logischerweise, geht nur bezogen auf die Vergangenheit. Also zu sagen, ich bedauere, dass ich mir morgen in den Finger schneiden könnte, ist auch sehr merkwürdig. Wobei es Leute gibt, die natürlich auf der Timeline sich bewegen und die sagen, ich bedauere schon jetzt, dass ich mir vermutlich morgen in den Finger schneiden werde, wenn ich und so weiter und so fort. Also die Frage Nummer 1 ist, um eine Emotion einzusortieren, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, zeitlos oder existiert die Emotion unabhängig von Zeit? Wütend. Kannst du wütend sein mit Blick auf die Zukunft? Schwierig. Also ich würde sagen, schwierig. Ich glaube, wütend ist man eher bezogen auf irgendetwas, was geschieht oder geschehen ist, aber wahrscheinlich nicht so sehr auf etwas, was noch kommen wird, denn dann wäre Wut vielleicht nicht das angemessene Gefühl, dann würde ich vielleicht eher in etwas gehen, was aktiver versucht, das zu verhindern. Das heißt, Wut bezogen auf die Zukunft würde für mich gleichzeitig bedeuten, dass ein gewisses Gefühl der Ohnmacht mit dabei ist. Wie ist es mit Zorn? Zorn, ja, Wut und Zorn wird so gerne verwechselt. Da empfehle ich dir die klassische Unterscheidung der beiden Emotionen, die ist, glaube ich, Jahrhunderte und Jahrtausende alt, dass Zorn immer beinhaltet, dass ein hoher, normalerweise eigentlich spiritueller Wert verletzt worden ist. Das heißt, Zorn ist eine Emotion, die man den Göttern zuschreibt, also die Götter zürnen.
Die Götter wüten nicht. Das wäre für einen Gott unter seiner Würde. Also ein Gott zornt. Und von daher, wenn du zornig bist, also wenn du gerade heiligen Zorn spürst, dann würde das bedeuten, dass ein hoher Wert verletzt ist. Und merkst du, da wird es spannend, weil nehmen wir an, dir ist einer auf den Fuß gestiegen oder du hast dir selber mit dem Hammer auf den Finger gehauen, dann kann sein, dass du wütend bist über irgendetwas oder auf dich oder sowas in der Richtung, wobei es dann vielleicht mehr Ärger wäre. Aber zornig an dieser Stelle würde vermutlich irgendwie nicht so richtig passen. Wenn wir jetzt schon bei der Zeit sind, gehe ich gleich mal zu dem nächsten. Das ist jetzt ein Begriff, den Leslie Cameron Mendler und Michael LeBeau nicht auf der Liste haben, der nach meiner Meinung aber sehr wichtig ist. Und zwar geht es da um die Bewegungsrichtung. Kommt was auf dich zu oder geht was von dir aus oder gibt es gar keine Bewegung? Das ist auch ein bisschen die Frage, ob du ein Gegenüber brauchst. Also ich glaube, bei Wut brauchst du ein Gegenüber. Du brauchst irgendetwas, worauf du wütend sein kannst oder worüber du wütend sein kannst. Also die Wut muss sich auf irgendetwas beziehen, was zum Beispiel jetzt bei sowas wie, weiß ich nicht, Schmerz, den kann der Körper selbst erzeugen. Da brauchst du irgendwie nicht irgendwas von außen oder auch Müdigkeit, Mattheit, das geht alles, ohne dass irgendein Gegenüber ist. Aber Wut einfach so frei flottierend ohne irgendein bestimmtes Gegenüber ist wahrscheinlich schon eine Kunst. Bei Zorn ist es das Gleiche. Auch Ärger. Also Ärger braucht immer irgendeine Art von Bezug, weil manche Leute machen das innerhalb von sich, die sagen, ich ärgere mich. Und man sich denkt, dann hör doch auf mit dem Quatsch, wenn du dich ärgerst, dann lass es halt. Aber die meisten sagen, ich ärgere mich über oder der hat mich geärgert oder verärgert. Das ist jetzt nochmal ein kleiner Unterschied. Wie würdest du sagen, wie fühlt sich's an, wenn dich jemand geärgert hat oder wenn dich jemand verärgert hat? Im Gegensatz dazu, dass dich jemand ärgert. Weißt du, wie spannend das ist, da wirklich reinzufühlen, also jetzt für Beziehungserkenntnis und sogar für Handlungstypen. Also Beziehungs- und Erkenntnistypen finden das Spiel sowieso spannend, weil Beziehungstypen, das sind halt die, die gut fühlen können, die sehr differenziert wahrnehmen können, die aber oft ein bisschen ein Problem haben, das Ganze zu benennen, während die Erkenntnistypen eher die sind, die besser im Benennen sind und dann vielleicht das Fühlen noch ein bisschen klarer üben. Beiden Typen würde ich empfehlen, den Handlungstypen auch wenn für die beides vielleicht ein bisschen übungsbedürftig ist, die Liste zu nehmen mit diesen 1000 Emotionen und dann halt mal zu überlegen, wie kommt sowas, wenn du arrogant, wenn du affektiert, wenn du übertrieben, wenn du was weiß ich in diese Richtung bist. Einen weiteren Punkt, den Leslie Cameron Bandler und Michael LeBeau nennen, ist die Modalität, das Modalverb. Also da geht es um müssen, sollen, wollen, können, dürfen. Ich muss das, ich kann das, ich will das, ich müsste das, ich könnte das, ich wollte das, ich müsste das nicht, ich könnte das nicht, ich wollte das nicht oder ich muss nicht, ich kann nicht, ich will nicht. Mit sollen und dürfen auch jeweils, wir kommen dann auf 20 Worte. Und das ist auch sehr spannend, das haben wir auch neulich im Master gemacht, dass man sich dann irgendetwas nimmt und alle 20 Modalverben, Kombinationen, Konjunktiv negiert, mal durchprobiert. Und das wirklich emotional erforscht, also dass du, ich mache das jetzt nicht komplett, weil es würde zu lange dauern, aber dass du für dich mal wirklich erspürst, wie unterscheidet sich ich muss arbeiten von ich müsste arbeiten, ich muss nicht arbeiten, ich müsste nicht arbeiten, ich kann arbeiten, ich könnte arbeiten. Ich kann nicht arbeiten, ich könnte nicht arbeiten. Ich darf arbeiten, ich darf nicht arbeiten. Ich dürfte nicht arbeiten, ich dürfte arbeiten. Das waren jetzt nur 3 von den 5 Modalverben, aber du merkst, das ist jeweils eine etwas andere Einfärbung, Modalität, Geschmack, Färbung hatte ich, glaube ich, schon. Also das meine ich halt mit dieser Differenzierung in den Emotionen. Dann ein weiterer Punkt, den die beiden bringen, Leslie Cameron Mendler und Michael LeBeau, der hat mich beim Lesen des Buchs am meisten fasziniert. Und zwar ist
dass der Vergleich und vor allem die Frage, ob ein Vergleich drin vorkommt, und dazu gehört auch die Anzahl der Bilder. Und da war mit drin in dem Buch, der Unterschied zwischen Hoffnung und Erwartung liegt in der Anzahl der Bilder. Denn wenn du etwas erwartest, dann hast du ein Bild. Also wenn du sagst, ich erwarte, dass morgen die Sonne aufgeht, dann hast du ein Bild, dass morgen die Sonne aufgeht. Wenn du aber sagst, ich hoffe, dass morgen die Sonne aufgeht, dann hast du wahrscheinlich noch ein zweites Bild im Kopf, in dem die Sonne nicht aufgeht. Das ist natürlich komisch, dass die Sonne nicht aufgeht. Aber warum eigentlich nicht? Kann ja mal sein. Und natürlich kannst du mit Anzahl der Bilder, wenn du zum Beispiel in die Verwirrung gehen willst, da kommst du mit zwei Bildern nicht aus. Da brauchst du 20 bis 200 Bilder, dass du die Verwirrung so richtig schön spüren kannst. Während andere Sachen, zum Beispiel Entschiedenheit, ist wahrscheinlich besser mit einem Bild. Auch wenn du einer anderen Person sagen möchtest, ich liebe dich, wäre mein Tipp, mach dir nicht drei Bilder im Kopf von drei verschiedenen Personen. Das könnte sein, dass es dein Gefühl ein bisschen irritiert. Genau. Eine andere Sache, das ist sehr spannend, war für mich als Musiker natürlich sehr spannend, ist das Tempo. Also, was passiert, wenn du Wut beschleunigst? Kommt dann Raserei raus? Was passiert, wenn du Wut verlangsamst? Wird's dann zum Groll? Was passiert, wenn du Angst beschleunigst? Wird's dann Panik? Was passiert, wenn du Angst abbremst? Wird's dann Sorge? Und dieses Tempo ist einer von mehreren Parametern, die du wiederum einsortieren könntest, in, das ist auch ein Kriterium von den beiden aus dem Buch, in die Intensität. Intensität finde ich eigentlich das schwächste Kriterium, weil es in den anderen irgendwie mit drin ist. Weil die Frage ist, wenn ich eine Emotion intensivieren möchte, wie mache ich das denn? Und ein Knopf, den ich da drehen kann, ist natürlich der Knopf vom Tempo. Der zweite Knopf ist die Größe. Das haben die aber auch wieder extra als Chunk-Größe. Weil Erhabenheit zum Beispiel ist ein Gefühl, das braucht eher Größe. Natürlich, Größe braucht auch Größe. Göttlichkeit braucht Größe. Sowas wie nobel oder aristokratisch. Das sind alles Gefühle, die sind mit Größe verbunden werden. Faszination, Pinglichkeit, Feinheit, Kleinkariertheit, Korinthenkackerei und dieses ganze Zeug braucht natürlich eher die kleine Chunkgröße, um da irgendwie reinzugehen an dieser Stelle. Eine weitere Möglichkeit, an der Intensität zu schrauben, ist dann die Beleuchtung. Hell und dunkel, also ob du Sachen, das innere Bild eher heller machst oder eher dunkler machst. Das sind alles Dinge, wo du an den Emotionen schrauben kannst. Und als letzten Punkt, den ich jetzt aus der Liste von den beiden nenne, ist noch die Beteiligung im Sinne von, bist du aktiv, bist du passiv, nimmst du an dem Ganzen teil, siehst du es dir von außen an, ohnmächtig zum Beispiel, das klappt eher, wenn du halt nicht so dolle beteiligt bist, während Heldenmut eher doch die Beteiligung möchte, um da irgendwie reinzukommen. Ich glaube, ehrlich gesagt, es geht gar nicht darum, dass du. In dem Buch bringen die auch bei bestimmten Emotionen ihre persönliche Deutung, dass die sagen, das ist jetzt so und so und die acht Parameter sind da so und so eingestellt, dass du bei der und der Emotion rauskommst. Das halte ich ehrlich gesagt für Quatsch. Ich glaube, es ist viel besser, wenn du den Weg des Focusings gehst, dass du lernst, deine eigenen Emotionen zu unterscheiden und differenziert zu beschreiben, benennen, begreifen, beobachten. Und das geht halt gut. Über Vergleich zu ähnlichen Emotionen. Also nehmen wir an, dir sagt irgendeiner was Komisches. Ob du jetzt sagst, das verwirrt mich oder das erstaunt mich oder das macht mich stutzen oder das fasziniert mich oder das macht mich skeptisch oder das lässt mich überlegen, das macht mich nachdenklich. Das heißt, das sind alles
verschiedene, aber ähnliche Emotionen, wie du ein und dasselbe Gefühlsphänomen benennen kannst. Und natürlich ergeben sich daraus unterschiedliche Sachen. Also ich behaupte mal einfach, wenn etwas dich fasziniert, dass du dann wahrscheinlich eher dabei bist, dich darauf hinzu zu bewegen. Bei Neugierde vermutlich noch mehr. Während etwas, was dich skeptisch macht, dich wahrscheinlich eher Abstand halten lässt. Auch Zweifel ist vermutlich eher Abstand. Verwirrung würde bei mir dazu führen, dass ich meinen Abstand ungefähr halte. Vielleicht ein ganz kleines bisschen zurückgehe. Und so die Beobachtung, wie bist du eigentlich selbst involviert? Also bist du beteiligt, gehst du näher hin, gehst du weiter weg, tust du es weiter von dir weg oder ziehst du es zu dir näher ran? Geht es Richtung Nähe und Distanz? Diese ganzen Sachen kannst du dann mit diesen Emotionen erforschen. Es gibt, wie gesagt, im Internet eine ganze Reihe von Listen, brauchst einfach nur googeln. Emotionslisten, die längste, die ich gefunden habe, ist mit 500 Begriffen. Da freust du dich bestimmt über meine mit 1034 Begriffen. Stand jetzt. Wenn du auf Edomanto gehst, sind es bestimmt mehr, sagte sie tolerant, sagte sie in sich gekehrt, sagte sie lebensfroh, sagte sie teilnahmslos, sagte sie einfältig, sagte sie schmachtend, sagte sie beobachtend, sagte sie affektiert, sagte sie antriebslos, sagte sie zickig, sagte sie feierlich, pompös, festlich? Das ist wieder so ähnlich. Wo ist der Unterschied? Welche inneren Bilder macht das? Okay, ich glaube, ich höre jetzt einfach auf, weil sonst bin ich hier am Ende noch dabei, dass ich hier die Liste von 1034 Emotionen vorlese. Also, langer Rede, langer Sinn, kurzer Sinn, wie auch immer. Ich glaube, es hat einen Grund, dass wir so einen differenzierten Wortschatz haben für die negativen Emotionen, weil das ist Modeling. Wir erleben da was in uns und außerhalb von uns und wir erleben da was, was wir normalerweise eher nicht so schick finden und gerne nicht erleben würden. Und dann ist halt die simpelste Methode zu sagen, ich erlebe das, obwohl ich es lieber nicht erleben würde. Also will ich es ändern und damit ich es ändern kann, muss ich es erstmal abbilden, modellieren, mir begreiflich machen. Und dann ist halt Schritt 1, ich bilde es in Sprache ab. Und je größer mein Veränderungswunsch ist, umso stärker die Notwendigkeit für ein sauberes sprachliches Abbild. Und deswegen haben die Leute das entwickelt. Und jetzt wäre so mein Tipp, überleg dir mal, wenn du sprichst, wenn du die deutsche Sprache verwendest, dann benutzt du ein Werkzeug, was Millionen, vermutlich Milliarden von Menschen über Jahrtausende entwickelt, verfeinert, ausprobiert und weitergegeben haben. Warum es nicht nutzen? Warum glaubst du, dass du mit einer Sammlung von 10 Begriffen klarkommst, mit denen du deine Emotionen bezeichnest? Also es gibt Leute, die kommen im Grunde mit 2 Begriffen klar. Gut und nicht gut. Oder gut und schlecht. Wie geht's dir? Gut. Wie geht's dir? Gut. Wie geht's dir? Nicht so gut. Wie geht's dir? Schlecht. Und wie genau? Naja, schlecht. Also es ist ja, ja fürchterlich. Da fragt man sich, warum hat der liebe Gott dir überhaupt die Sprache gegeben, wenn du dich so holzschnittartig grob damit ausdrückst. Naja gut, ich sage jetzt da keine emotionalen Worte. Also nimm dir die Liste und wenn es dir dann mal irgendwann geht, ist es vielleicht nicht der richtige Augenblick, das zu üben. Dann ist es besser, wenn es schon da ist. Das heißt, üb's mal irgendwann in Ruhe, indem du halt dieses Spiel machst. Hallo Harry, sagte sie. Und dann kommt irgendwas, ein lustiges Wort. Und gerade die, die du nicht kennst, bringen dich am meisten weiter. Geh in die Ähnlichkeiten und schau, was ist die benachbarte Emotion? Also Grimm, Groll, sowas in der Art. Das klingt so ähnlich. Und jetzt könnte man nicht sagen, Groll ist irgendwie dunkler. Aber für mich ist Grollen auch bedrohlicher. Grollen, da höre ich das Donnergrollen. Also wenn mir einer grollt, dann hätte ich mehr Sorgen, als wenn einer den Grimm gegen mich hegt oder grimmig guckt da. Also grimmig würde ich dem Grollen bevorzugen. So was in der Art. Aber das kannst du sehen, wie du möchtest. Guck dir die Liste an und
Ja, wenn du dich für das Ganze bedanken möchtest, ich sage es jetzt einfach immer mal dazu, weil im Internet, es gibt so viel kostenlos, auch meine Podcasts, und manch einer hat den Wunsch, sich dafür erkenntlich zu sagen, sich dafür zu revanchieren, ein Dankeschön auszudrücken. Und im Internet ist das Dankeschön Aufmerksamkeit und Reaktion in Form von Klicks, Kommentaren, Likes und die wahrscheinlich oberste Währung sind die Abos. Das heißt, wenn du irgendwo das jetzt hörst, Spotify, Apple Podcast, YouTube, sorry, ich habe ein bisschen Frosch im Hals, dann geh doch einfach auf Abonnieren oder Daumen hoch oder was das auf den jeweiligen Plattformen ist oder schreib einen Kommentar. Das wäre dann ein Dankeschön. Und falls du irgendeine Idee, irgendeinen Wunsch hast, wo es weitergehen könnte, was spannende Podcast-Themen sind, schreib das auch gerne in Kommentare oder direkt an mich. Ich lese das immer und antworte fast nie. Naja, gut, ich antworte doch fast auch immer, aber nach langer Zeit und oft einsilbig. Aber es fällt auf fruchtbaren Boden und zeigt sich in den nächsten Podcasts. Das war's für heute. Nächste Woche kommt Vertrauen. Am 5. November. Da freue ich mich schon drauf. Vertraue mir. Da kann ich über die Schlange K was machen. Vertraue mir. Na gut, jetzt wird's albern. Oder komisch. Oder lächerlich. Oder lachhaft. Oder komödiantisch. Oder clownesk. Oder macht das nicht total Spaß, mit diesen vielen Worten zu arbeiten? Wenn das jetzt hier eine Live-Sendung wäre, glaube ich, würde mich irgendjemand ausblenden, damit ich mit diesen vielen emotionalen Worten nochmal aufhöre. Ich glaube, ich mache das. Ich kann das ja machen beim Bearbeiten des Podcasts. Das heißt, ich sage jetzt mal einfach noch ganz viele von diesen, sagte sie, Begriffen und werde mich währenddessen in der Nachbearbeitung hinterher ausblenden. Ich sage jetzt schon mal Tschüss und dann sage ich noch viele Begriffe. Sagte sie grimmig, sagte sie gefasst, sagte sie angespannt, sagte sie konfus, sagte sie ungerührt, sagte sie elend, sagte sie schelmisch, sagte sie monsterhaft, sagte sie heimlich, sagte sie furchtsam, sagte sie durcheinander, sagte sie mutig, sagte sie greinend, sagte sie herrisch, sagte sie siegesgewiss, sagte sie unbehaglich, sagte sie.